So, aber erstmal einfach fröhlich alles töten. So. Ist das eine Wand zum Einschlagen? Nein. Wäre halt auch komisch, wenn unter diesen ganzen Blättern irgendwo Bomben versteckt wären. Oh, wir haben übrigens schon was abbekommen. So, hier ist Wasser. Wasser bringt uns nicht viel. Gut, dann gehen wir mal hier oben über die Brücke. Und ja, ich nehme mal an, wir müssen erst all diese Monolithen hier aktivieren, um den nächsten Tempel freizuschalten. Ach nee, Spucker. Nur nicht die Spucker von da drüben anlocken. Au. Okay. Das ging noch einigermaßen. Gut, hier ist wieder kaputt. Ja, ich mag die Spucker jedenfalls als Paladin nicht sonderlich. So, den da weg. Und dann locken wir mal so viele Käfer wie möglich an, dass wir sie so schnell wie möglich wegkippen können. So. Das können wir leider nicht zerhacken. Schade. Und da oben, oh Gott, das ist gemein. Der ist kaum zu sehen gewesen. Das ist so blöder. Wie heißen die Dinger bei den Zerg nochmal? So eine Sporenkolonie. Nee, Stachelkolonie. Sporenkolonie waren ja nur die einfachen. Wow. Hier ploppt einfach mal alles so auf, wie es lustig ist. Achso, da ist wieder ein Spawner versteckt. So. Ach, nee, 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 nee. Was machst du hier schon hier unten? Das ist ja gemein. Na, zum Glück kommst du alleine. Und zum Glück kann man dich so sehr gut besiegen. Und zum Glück droppst du immer irgendwas Nützliches. Wow. Ja, eine Vendor-Münze und mehr Schaden. Auch wenn das nicht wirklich viel mehr jetzt ist. So, wir können jetzt nochmal gucken, was hier so ist. Also locken wir erstmal das ganze Viehzeug weg hier. Und sorgen dafür, dass es uns noch von vorne bespuckt. Au. Oder auch nicht. So, dann hoffen wir mal, dass wir den da wegkriegen. So, bevor die weiter spucken können. So. Gut. Das Schild ist echt nicht schlecht, wenn man es benutzen kann. Und wenn wir es mal abgegradet haben. Ich glaube, ich werde wirklich zuerst gucken, dass ich, ja, jetzt sag ich mal, Entschuldigung. Ich werde gucken, dass ich zuerst das, den, Rüstungshändler, so jetzt aber, upgrade. Und meinen Schildradius verbessere, wenn ich dann so ein Erz gefunden habe. Ah, da oben ist eine Kolonie von den Beetles hier. Das sollte allerdings kein Problem sein. So, jetzt da der Oberbeetle hier weg ist, kann ich die mal alle aggroen.
Zum Glück habe ich den alleine rausgelockt. Und die 5% Damage bringen einfach noch gar nicht wirklich was. Also jedenfalls nicht merklich auch. Was ich jetzt halt mal wirklich gebrauchen könnte, wäre ein Apfel. Ein Apfel oder irgendein anderen Heilgegenstand. Oder mein Safe Spot. Oh. Stimmt ja, darauf sollte ich auch achten. Wenn man sich nämlich mal den Untergrund hier ansieht. So, locken wir jetzt mal alles aus der Dead Zone. Und da ist ein Apfel. Gut, den kann ich gleich mal nomsen. Und... oh. Das könnte böse ausgehen. Aber ich habe es gerade geschafft. Da war jetzt mal die Gier zu groß. So, die Kolonie, die Stachelkolonie weg, und da muss der Spawner weg. So, weil da oben sehe ich doch noch etwas, sehr schön. Und ich habe schon wieder viel zu viel. Ach ja, Glücksspiel. Erstmal durch alles hier durchhacken, den töten und dann gucken wir mal, was uns das Glücksspiel denn Tolles bringt. Ein Up und eine gelbe Potion. Wie trinke ich nochmal Potions? Muss ich gerade mal kurz gucken. Options, Controls. Potion ist F. Ah ja, sehr schön. Oh. Das könnte ich übrigens bei den blöden Spuckern öfter mal benutzen. Einfach mal durchdashen. Oh, ein Apfel. Wow. Ja, genau, erstmal die Käfer rauslocken, bevor ich mich mit dem Kriecher, dem Stachelding hier anlege. Oh. Ach, Herr Jemine. Also ja. Hammerwatch ist reines Gegner Massenschnitzel. Und nicht geschnitzelt werden von ihnen. So. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, aber da drüber kommen wir noch nicht. Doch so. Die Brücke wurde hochgelassen. Ich wüsste gerne, wo ich einen anderen Schalter für die andere Brücke finde. Oder muss ich dafür erst einen Teleporter finden und der teleportiert mich rüber, weil auf der anderen Seite war eigentlich ein Schalter. Wow, stehen bleiben ist ungesund. Locken wir erstmal alles, was hier noch so rumkreucht und fleucht, erst raus. Na, es bleibt natürlich da oben alles an den Büschen hängen. So, jetzt erstmal du weg. Wow, okay, zweimal dagegen dashen hat Wunder bewirkt. So. Wow. Autsch. Wow. Hin und her rennen und das Ding zerstören. Ja. Aber was wirklich bewacht haben, die hier oben nicht. Ah, schade. Die bewachen hier dafür etwas. Hm.
Na, kommt die erstmal her. So. Die Silbercoins, die lasse ich mir nämlich nicht hingehen. Und ja, ich würde wirklich gerne nochmal nach da hinten zurückgehen und gucken. Wobei ich mich echt... Oh, da ist ein Safe Point. Sehr schön. Die Brücke war klar. Das Secret haben wir gefunden da oben. Und ja, wir haben ein so ein Erz jetzt hier in den Caves gefunden. Sehr schön. Ich hätte eigentlich aber wirklich noch gern das zweite Erz. Und ich glaube, wir müssen eh nochmal überall zurück diese Säulen aktivieren. Weil stand ja, wenn wir den nächsten Ort aktivieren wollen. Ja, hier irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass das die Brücke öffnen würde. Also der Schalter auf der anderen Seite die Brücke selber hochmacht. Das heißt, wir müssen wirklich nach einem Teleporter Ausschau halten, der uns darüber beamt. Kann auch sein, dass der erst viel, viel später kommt. Ah, hier ist noch ein bisschen Grünzeug zum Weghäckseln. So. Und die Lebenspunkte sehen schon wieder nicht sonderlich rosig aus. Hier ist auch nicht wirklich was. Nö. Gut, die beiden Kriecher hier oder Stachelkolonien haben wir beseitigt. Oh, mein guter Freund, der Superspucker, der gegen uns zum Glück keine Chance hat. Au. Autsch, autsch, autsch. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich sterbe gleich zum ersten Mal. Ja. Auch nicht schlimm. Wir haben ja unendlich Leben. So. Der ist weg. Und ich sterbe gleich wieder, wenn ich nicht aufpasse. Ja, wie gesagt, der Schutzwinkel von meinem Schild ist noch ziemlich gering. Au, da hätte ich zurückgehen sollen. So, jetzt die loswerden. Einfach zweimal durchdashen. Sollte ein bisschen helfen. So. Au. Das war wieder nicht so gut. Ein Runenschlüssel. Ah, this is the rune key needed to activate the teleporter. Someone tried to take it, but I killed him. I wasn't sure if it was safe to use the teleporter, so I hit here instant. Instead. Mhm. Ja, gut.